Wie heißt das Kapitel? Kann doch mal nachgucken. Drohende Vernichtung. Eieiei. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie viele Kapitel es gibt. Aber wir schauen mal, wie viel wir heute einfach schaffen. Ich habe angepeilt, wieder so 2 Stunden oder so zu spielen. Geht es noch weiter nach unten? Ja, klasse. Schön, wenn man so schön zielend hier runterkommt. Da liegt was. Was ist das? Schema, alles klar. Geht's hier noch irgendwo anders hin? Ne, die sind alle zu, die Dinger hier. Gut, gehen wir hier durch. Da ist jemand. Ach, den kennen wir doch. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Hört sie, ich weiß, das kennt von mir nicht. Ich weiß wirklich nicht über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brücken-Security. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Ach, übrigens, Isaac, seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Habe es auch nur kurz gesehen, aber es war riesig. Gewaltig. Wir haben es auch schon gesehen. Ich würde hier gerne noch weiter runterscrollen. Das ist, es scrollt ein bisschen schwerfällig. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Nicole mit Nachnamen hieß. Sonst hätten wir jetzt gucken können, ob sie hier da auch gelistet war. Auch 2 Plasma-Energie, ist ja der Wahnsinn. Was müssen wir denn jetzt machen? Schön, wie ich ihm zugehört habe, ne? Hammond auf der Brücke treffen, Aufzüge aktivieren, okay. Und aufpassen vor dem großen Ding. Und ich wette, dass wir dieses große Ding noch besiegen dürfen. Oder bekämpfen, oder... Scheiße! Ich beeile mich lieber! Du wärst tot, als ich die Kapsel verriegelt habe. Diese Scheißdinger sterben nicht einfach so. Was sind das für Kapseln? Sind das Rettungskapseln? Oder sowas? Können wir nicht mit so einer einfach abhauen? Wäre doch mal was. So. Na toll. Das heißt, jetzt kommt ein ganz großer Fight, nehme ich mal an. Schnell nochmal speichern. Ja, ja, ja. Wir überspeichern einfach mal den da unten. So. Ey, ernsthaft, ne? Ich hab... Ich, oh, nee, 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 nee. Wo muss ich hin? Ja. Irgendwo da vorne lang? Nee, hier lang. Okay, da hinten durch. Ich will nicht! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Oh mein Gott! 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 Oh! Ich müsste da mal so ein Stase-Pack nehmen. Wie geht denn das? Okay. Wo ist es denn? Ja, vielen Dank. Hä, der ist tot? Oh Gott. Hauptsache, ich krieg nochmal voll Panik. Ja. Okay. Du bist wirklich tot. Okay. Oh mein Gott. Sorry. Huh. Darauf nochmal ein Medipack, ne? Aber wie ich auch im Laufen der Stase-Pack benutzt habe, war schon ein bisschen cool. Isaac, mach uns wieder ganz.
Was will denn Nicole von uns? Puh. Ja, das war... Das war jetzt aufregend, doch. Schön, dass wir zum Anfang der Folge gleich sowas abhandeln. Was auch immer. Oh Gott. Guck mal, wir haben zwei Knoten. Wir bräuchten mehr Knoten. Chinesereichweite. Stase. Will ich eigentlich auch nicht. Bisschen das Impulsgewehr war geil. Schaden oder Kapazität? Machen wir mal Kapazität. Ich weiß, dann habe ich keinen Knoten mehr, aber dann habe ich halt einfach Pech gehabt, wenn so ein Raum kommt. Dann müssen wir halt nochmal zurückgehen. So, jetzt ist es so. Aber jetzt haben wir mehr Kapazität, können mehr Munition mitnehmen. Ihr seht schon ganz klar, welche Waffe meine liebste Waffe ist. 100 Schuss. Geile Sache. Achso, Moment. Ich muss ja hier an das Panel. Atriumaufzüge sind jetzt online. Okay. Und jetzt? Aufgabe hinzugefügt. Was müssen wir jetzt machen? Energiezufuhr auf AAS umleiten. Auf der ganzen Brücke gibt es Verteilerkästen. Ich könnte mich reinhacken und die Energie auf das AA-System umleiten. Was ist denn das AA-System? Versorgt es die Toiletten? Hermits kann es dann hochfahren und das Schiff wäre vor den Asteroideneinschlägen geschützt. Okay. Mich schockt halt nichts mehr. Mich schockt halt nichts mehr. Das ist Meuterei. Ich bezichtige Sie alle der Meuterei. Kein sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Matthias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terence. Oh Gott, das ist ein Trottel. Es tut mir leid, Ben. Aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter. Ketzer! Haltet seinen Kopf. Mörder! Haltet ihn fest. Aua! Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Nehmt den Doktor fest. Ey, was ist, sind die alle bescheuert geworden? Durch diesen Marker oder was? Bringt den Marker in die Kirche. Hm, genau, ist klar. Aber mal ernsthaft. Ich habe mich schon die ganze Woche nur darauf gefreut, hier weiterzuspielen. Ohne Scheiß. Und ich hoffe, mir hat mich jemand in den Kommentaren geschrieben, dass es einen Bug gibt in dem Spiel, weswegen man unter Umständen vielleicht nicht weiterkommen wird. Ich hoffe, wir werden diesen Bug nicht haben, ansonsten wäre das echt kacke. Aber vielleicht haben sie ja mittlerweile den Bug behoben. Das Spiel ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Oder wir haben einfach Glück. Ich wäre dafür. Na ganz toll! Der Schrei musste jetzt noch sein, ne? Boah, ey. Stellen Sie ja mal da die Haare auf. Boah, dieses Flackern. Da kriege ich zu viel. Da kriege ich zu viel. Loot, Loot, Loot! Es tut mir leid. Ich muss einfach alles looten. Was ist das hier? Was geht hier auf dem Bildschirm eigentlich ab? Oh, da ist ein Security Phone. Wo ist dieses Telefon? Ich möchte gerne Mama anrufen. Bitte hilf uns. Okay. Es ist kein Telefon da gewesen. Schade. Speichern! Ja, wir wollen speichern. Wir kommen aber bestimmt irgendwann noch in diese Kirche. Schön, wie das hier blinkt. So verlockend. Ein Schema erhalten. Alles klar. Wir müssen da lang, also gehen wir hier rein. Okay, du bist tot. Komm mal hier raus. Nee, nochmal auf, bitte. Ja.
War das schon wieder dieses eklige Flüstern, ne? Aber immerhin haben wir jetzt gerade herausgefunden, dass hier ein Toter drin liegt. Jetzt zumindest liegt hier ein Toter drin. Der wollte uns nämlich voll erschrecken, aber das hat nicht geklappt. Boom! Wir sind ein bisschen langweilig, ne? Oh, ich dürfte es eigentlich nicht unbedingt immer kontrollieren. Toll, wir haben doch schon volle Stase. Das Stase-Pack zu nehmen war im Nachhinein gar nicht so clever, weil ich es gar nicht gebraucht habe. Aber egal. Guter Raum? Doch, definitiv. Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Was für Verzerrungen? Was meinst du mit Verzerrungen, die von unten kommen? Okay. Ja, wo? Okay, mein Freund. Kommst du da überhaupt nicht durch, ne? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ist der tot? Okay, ich schätze mal, Verzerrungen, die von unten kommen. Damit ist das. Ja, ist okay. Ja, geil. I like. Kann man da dran vorbeigehen? Oh, nee. Nicht diese Scheißviecher schon wieder. Okay. Also man kann da dran vorbeigehen. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Das andere Vieh ist ja auch tot. Da mussten wir gar nichts machen. Hey, wo? Von ganz hinten kommt was. Gut. Einfach mal weiter, oder? Alter, ihr hässlichen Viecher, ne? Okay, wo ist der von hinten? Kommt der noch her? Okay, scheinbar nicht. Mal eine Stasestation. Wir haben noch Stase noch voll. Okay. Was war das? Die Räume hier sind ganz furchtbar. So komisch verwinkelt. Man kommt hier rein und kann sich aber auch nicht so richtig umgucken. Wo ist Schlangen? Da. Gehen wir nochmal in die andere Richtung. Vor allem, wenn man so um die Ecke geht. Ich weiß ja nicht, ob dann da nicht irgendwo nochmal so ein komisches Zeug von unten hochkommt. Was auch immer das ist. Was bist denn du? Moment, gegen dich haben wir schon gekämpft. Aua! 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 Nee! Ich glaube, er ist tot. Oder? Nee, ist er nicht! Aber jetzt. Okay. Ja. Das war ja toll. Puh. Nur ein bisschen erschrocken. Medikit wäre jetzt mal nett. Ripperklingen. Ne, die wollen wir auch gar nicht mitnehmen. Plasma-Energie haben wir auch genug. Lassen wir jetzt mal da. Wir müssen ja nicht unnötig immer alles mitnehmen, was wir hier so haben. Was ist denn da hier für ein... Oh, okay, ja. Das könnte vielleicht ungünstig sein.
Ach ja, ich muss da auch noch vorbei. Jetzt ernsthaft? Ich muss da lang? Das kannst du ja keinem erzählen. Ja, la, la, la. Das war ja ein Spaziergang. Ich mache Fortschritte mit dem Pyrgaster. Okay. Eine der Kanonen bereitet mir Kopfzerbrechen. So, weiter. Okay, holen wir uns nochmal Stase von der Stase-Station. Und hier hinten war irgendwo da noch einer. Den habe ich nicht vergessen. Warum liegt hier überall noch Loot? Hm. Hä, wo ist der hin? Ist der auch gestorben? Oh, ich habe ein bisschen schwitzige Hände gerade. Nein, nicht über mir! Oh Gott! Ich bin heute besonders Schrecker. Schön, ja. Ganz toll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bisher war das aber auch eher ein Spaziergang hier. Und jetzt ist aber jetzt nicht mehr so, finde ich. Vor allem, wenn dann diese großen Viecher kommen. Puh. Okay. Aufzug. Mal kurz was trinken. Gut, wir wurden nicht angegriffen in der Zeit. Das war auch gut. Oh je. Ah! Wo? Oh, hinter mir! Denkbar blödste Position! Warte, hier. Da ist noch einer. Da ist auch einer wieder bei mir. Ja, ich sehe dich. Lad nach! Da muss man ihn ein bisschen anschreien. Okay. Hast du jetzt nachgeladen? Na, so fast. Hä? Wo, was? Ich dachte, wir wären jetzt auf dem Weg zu Hammond. Ach, wir sind immer noch nicht... Oh, wir müssen... Wir haben erst eins von drei von dem AA-System. Toll. Aber ich müsste doch mal auf Toilette. Ebene 2 oder Ebene 3? Ich weiß es nicht. Ebene 1? Keine Ahnung. Ich bin die medizinischen Berichte durchgegangen. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler.